Setz da hin und sei ruhig. Herbert baut, Pat Utzmich und Payback Boy. Präsentiert euch die Spielung. Du quatschen, mach an und siebste Schelle. So, klickst Daumen nach oben und kickst es bis zum Ende, sag ich dir. Sonst klatscht es. So, du mach an die Kiste da. So, Leute, da sind wir schon wieder bei Red Dead Redemption 2. Wir sind immer noch in Saint-Denis in der Großstadt. Ja, oder Großstadt, auf jeden Fall ist es eine größere Stadt. Eine recht schöne Stadt. Und der Morgen hat gerade... Naja, obwohl, eigentlich ist es schon Mittag fast wieder. Ja, wie ihr seht, sieht auf jeden Fall großartig aus. Aber das... Naja, ihr habt die Augen am Kopf. Seht ihr ja selber. So, in Saint-Denis haben wir auf jeden Fall einiges gemacht. Wir haben uns die Haare ein bisschen geschnitten, man sieht's. Bisschen Pomade in die Haare geschmiert und nu... Schönes Foto haben wir auch noch gemacht. Porträtfotochen. Und ja, man kann auf jeden Fall einiges hier machen in der Stadt. Ansonsten geht es jetzt aber darum, mal zu gucken, was wir als nächstes machen können. Saint-Denis ist ja doch ein bisschen weiter südlich. Und ich sehe auch gerade, wir haben eigentlich fast alle Hauptaufträge gemacht. Die ersten, bis auf den letzten, ne, mit dem Javier Escuela. Den haben wir noch nicht gemacht. Ich würde sagen, das können wir ja mal machen, ja. Mit dem Zug sind wir auch gefahren in der letzten Folge. So sind wir nach Saint-Denis gekommen. Und ich würde sagen, wir setzen uns mal einen Wegpunkt zu Javier, oder wie man ihn noch immer ausspricht. Und, reiten einfach mal los und gucken. Vielleicht passiert ja unterwegs auch wieder irgendwas Cooles. Hut haben wir erstmal abgenommen, weil jetzt haben wir unsere Haare schick. Da können wir auch mal ein bisschen zeigen, was wir haben. So. Na, ein bisschen schneller, komm. Ansonsten, wie ihr seht, spielen wir immer noch mit dem Kompass unten links. Finde ich an sich eine ganz gute Möglichkeit. Weil man halt nicht so oft abgelenkt wird. Das sieht ja auch fett aus hier mit dem Baum, ey. Das ist wie so eine Art botanischer Garten, ne? Hier mal wie so ein Quacksalber. According to the great teachings of our master, this land is our heaven, and the two oceans are our shells. It is only here that we can truly be ourselves, where man can find his place in heaven. Worum geht's denn überhaupt? This is Chelonia, the one true American's religion. The one true Bible that was handed down 100 years ago, this year, to our prophet, from above. Move! Keep your eyes open. Time to go, boy. Hello, ma'am. Ma'am. Reden die alle Französisch hier in Saint-Denis? If you don't mind me saying, you look lovely today. Ah. Hey, move. Ein bisschen flirten, ja. Well, didn't mean to intrude. Au revoir, genau, sagst du. Müssen auch dran denken, unser Pferd dann nochmal zu füttern. Und zu striegeln auch. Schnell nebenbei machen. So, stellen wir uns hier am Wegesrand hin, damit wir niemanden im Weg stehen. Okay, Kerne sind wieder voll.
einmal gestriegelt. Zack. Weiter geht's. Kommt der denn auf einmal her? Sehr schön hier wieder, wie man bei der Kutsche sieht, dass die Reifen Spuren hinterlassen im Sand. Howdy. Achso, ich fange gleich wieder an zu schießen, ja, alles klar. Ruhig, Robert. Lass mal die Waffe hier reinnehmen, ey. Und eigentlich unser Dead Eye mal auffüllen. Füllt denn den Kern von Dead Eye eigentlich auf, sag mal? Hier. Wir haben nochmal die Waffe rein. Schöne Arschlöcher, darf ich jetzt mal sagen. Scheiße. Ja, damit der abgesägt, du Arschloch. So. Was? Oh, scheint hier ziemlich zu sein, wa? Aufheben, LB. So, und plündern natürlich. Ich hoffe, wir versinken jetzt hier nicht gleich im Schlamm. Was haben wir denn jetzt für eine Waffe eigentlich aufgenommen von ihm? Es gar nicht. Die hier? Ich glaube, die hatten wir schon. Egal, auf jeden Fall liegen da vorne noch die anderen Leichen. Die plündern waren definitiv noch. Obwohl, lass uns erstmal noch da zu der Kutsche hier reiten und gucken, ob wir da irgendwas finden. Hier dran. Okay. Kann man die Pferde hier eigentlich auch loseisen und dann Waffen auf Pferd? Ach ne, das ist ein anderer Pferd jetzt. Ne, kann man nicht bei den Pferden, die an den Kutschen angebunden sind. Mit denen kann man anscheinend nicht interagieren. Aber was wir auf jeden Fall machen sollten, ist da vorne die Leichen noch auszuplündern? Hier. Na, was denken die sich denn eigentlich, ey? Oh, ihm haben wir ja. Oh, heftig. Aber ihm haben wir ja hier ordentlich Kopfschmerzen bereitet, würde ich mal sagen. Naja. Selbst schuld, ne? Die anderen dürften nicht weit weg sein. Genau, hier haben wir noch einen.
Waffenöl, sehr gut. Okay, wir haben mehr Ausdauer bekommen. Stand hier noch irgendwas? Achso, ist nur der Typ hier. Ansonsten irgendwelche Kräuter hier in der Nähe, die wir vielleicht noch mitnehmen können? Nee. Boah, Krokodile jede Menge, ne? Sehe ich gerade da hinten. Hier, habt ihr das gesehen? Ey. Hier hinten? Da sind ein paar Krokodilchen, mit denen legen wir uns erstmal nicht an. Ja, die Pferde von denen sind ja leider alle aufgeschreckt weggeritten. Jetzt hätten wir mal gucken können, ob da vielleicht ein gutes dabei gewesen wäre. Aber so. Okay. Waffen haben wir dabei. Genau. Unser Dead Eye sieht natürlich nicht so gut aus. Das füllt ja nur den äußeren Ring auf. Bringt aber nichts, wenn der Kern nicht voll ist, ne? Gin haben wir noch dabei. Aber wir haben auch nicht mehr so viel, ne? Für den Kern können wir mal ein Zigarettchen rauchen. Nach der ganzen Aufregung hier. Krokodile, ne? Auf jeden Fall, ey. Schaut euch das an. Da hinten ist auch schon wieder eins. Okay. Und wieder eine gute Tat, Mann. Wir sind so ein guter Mensch. Okay. Okay. Oh, I just tried that plan over there. And it was like a gunshot. Oh, with the one with the pink flowers, tiny little bastard. Steer clear. Thanks, mister. I owe you my life. Some things you learn the hard way. Do you hear? Yeah, you can say that again. Wie kann man daraus ein Gift basteln? Oleander sei bei... Das ist ein giftiges Kraut. Benutzt es bei der Herstellung von Waffen wie Wurfmessern und Pfeilen, um sie zu vergiften. Okay, wieder was dazugelernt. Ich glaube, hier haben wir auch noch eine. Essen, ja. Jetzt muss ich nicht die falsche Taste drücken. Wieder unter Dash spielen. Kommt auf einmal wieder aus dem Nichts da. Ja. Gut, dann mal weiter unseres Weges. Für ein Häuschen. There we go. Ist halt so krass hier bei dem Spiel. An jeder Ecke findest du irgendwelche interessanten Geschichten oder Sachen. Das ist wieder so ein verbarrikadiert. Oh, was ist denn hier der? Schon wieder das nächste Ding entdeckt hier. Krokodile. Da noch eins links daneben direkt.
Würde mich immer interessieren, ob wir da mit einem Pfeil und Bogen oder was ausrichten können. Aber selbst wenn, selbst wenn wir es mit dem Bogen töten, müssten wir ja ran, um das zu häuten, und da sind noch die anderen, aber zumindest mal probieren, wie viel Schaden man ausrichtet. Macht er denn da hinten eigentlich? Paddelt irgendwie auf der Stelle? Okay. Und er ergreift die Flucht, okay. Aber ein Pfeil reicht definitiv nicht. Hatte ich mir aber auch schon beinahe gedacht. Hier brauchen wir Munition mal wieder, ne? Für die Flinte. Müssen wir dann mal unterwegs mal kaufen irgendwann oder herstellen. Was ist denn das für ein krasser Wald hier, ey? Boah, was ist da mit dir los? Alter, muss der aufpassen. Er rennt uns auf einmal eine Wildsau hier vor. Was fährt, unglaublich. Krass. Wie geil. Das war so heftig, kommst du auf einmal vor wie in einer anderen Spielwelt hier, ey. Ehrenrang eigentlich aussieht. Okay. Im Moment ein bisschen mehr Richtung ehrenhaft oder Richtung Gutmensch oder wie man es nennen soll. Sagen wir mal so, wir haben mehr gute Sachen gemacht bisher als schlechte. Obwohl, bei dem Ausbruch mit dem Mika oder Maika, aber gut, da hat er jetzt irgendwie reingezogen. Weiter lang, ja. Einfach den beiden hinterher. Hey Mister, that's one nice looking horse you got there. How about we see how fast it is? First one to Callagher Hall. Was? Nein, so schnell ist unser Pferd überhaupt nicht. Weiß ich mal, dass du keine Ahnung hast. Wir haben ziemlich Labengaul sogar. Aber wir sind treu. Und deswegen behalten wir ihn. Erstmal. Aber beim nächsten Mal vielleicht, genau. No trouble at all. Müssen wir echt so weit außen rumreiten? Das rote X ist jetzt ganz links, aber der Pfeil zeigt hier in die Richtung. Nach geradeaus, okay. Jetzt aber schnell in den Wald, ne? Das ist sich aber angeschränkt, dass er schnell in den Wald springt. Kurz die Karte einblenden. Okay, ein bisschen ist es noch.
mister? Yeah. Können wir mal die Kinokamera anschmeißen? Denke ich auch immer ganz cool zwischendurch. Da vorne war gerade ein einzelnes verlassenes Pferd. Was ist denn hier passiert? Hey, better not have a problem with this friend. You don't want to see what happens if you don't leave. I ain't here to cause trouble. What a joke. Wasn't the joke, okay. Sieht mir so aus, als wenn du die... Sieht mir das so aus, als wenn du die ausgeraubt hättest. Einfach eine arme Lady getötet hier. Na gut, wollen wir mal gucken. Viel anfangen können wir hier. Mensch. Bitte. Zeuge. Ja, du bist Zeuge. Selbstschuld. Misch dich nicht in fremde Angelegenheiten ein, mein Lieber. So. Hier der nächste vorbeigeritten, also jetzt. Come on now, boy. Easy there, ain't nothing to worry about. Why'd you do it? Also, jetzt reicht's mir hier langsam. Wenn hier noch einer vorbeigeritten kommt, raste ich aber aus, ey. Jeder muss hier den Helden spielen. So, reicht dir das, mein Freund? There we go. Ich will wirklich kein Arschloch sein, aber irgendwie... Weißt du was? Wir werden dich nicht mal plündern. Aber wir werden dich auch nicht losschneiden. Irgendjemand wird schon einen Strandspaziergang machen und dann wird er dich finden. Bis dahin viel Glück. Eigentlich haben wir nur einen Mörder getötet, der anscheinend eine unschuldige Frau überfallen hat. Naja, jetzt liegt da halt eine Leiche. Ja, wehe, ihr kommt jetzt, ihr macht jetzt hier auch noch den Macker. Das mal an, da hinten den Sonnenuntergang, ey, unglaublich. Ah, schade, jetzt ist schon untergegangen. Ah. Mist, ich dachte, wir können hier vielleicht noch einen schönen Moment einfangen, wenn wir hier am Strand lang reiten. Jetzt wird es so langsam dunkel. Aber ich glaube... Oh doch, ist noch ein Stückchen.
Stückelchen ist es noch. Hier ist ein Fragezeichen. Das nehmen wir doch gleich mal mit, wenn wir hier schon sind. Die Bremsung wollte ich jetzt gar nicht. Aber so ging das mit dem Bremsen auf jeden Fall. Okay. Das scheint hier oben zu sein. Ich denke mal hier oben auf dem Hügel wahrscheinlich. No problem. Quite the contrary. Well, there is a problem. For me, but not for you. All right. I ain't got time for no, this. No, wait! Give me a minute of your life. I might just change it forever. I'm sure you will have heard of me. Máximo Cristóbal Valdespino, the renowned explorer. Can't say I have. There has been much written about me. I once had high tea with the Viceroy of India. I helped liberate South America. I've climbed mountains and swum across seas. I have had many women. I've spent the last 3 months hunting treasure on the American frontier. Beautiful country, reminds me a lot of Almeria. But tomorrow I set sail for the island of Shikoku in the Japanese archipelago in search of the legendary Tokushima Sapphire. Well, good for you. No, hold on. You see this map here? It was made by the Jack Hall gang. They robbed banks all the way from here to California. Yeah, I know who the Jack Hall gang are. Oh, them you have heard of, but me? Huh. Well, rumor has it, they buried gold somewhere in this area, but were killed before they could retrieve it. They created 2 maps to ensure it was well hidden. This is the first and should lead you to the second. You just need to follow the landmarks drawn here. Me? Yes. Unfortunately, I am out of time now, but I am prepared to sell it to you for the low price of $10. A trifling investment for a man such as you, given the potential returns. Ist doch bestimmt ein Schwätzer und ein Betrüger, ey. Gerade für $10. Weißt du, was wir machen? Wir räumen dich einfach aus. $10 and it's yours. Well, I'm interested in the map, but not so interested in the haggle. Why don't you just hand it over instead? Yes, you're funny. Listen, give me the map. I'm done asking. Oh my, here, take it. Just let me be. Na, geht doch. Na, nimm dein Gaul und verschwinde. No voy a morir por este mapa, estúpido. Schatz der Jack Hall Bande. Du hast eine Karte erhalten, die den Aufenthaltsort des verschollenen Schatzes der berüchtigten Jack Hall Bande zeigen soll. Finde einen Schatz. Öffne die Tasche, um anzuschauen. Okay. Müsste ja eigentlich bei Dokumente sein. Schatzkarten. Genau, hier. Und dann haben wir hier die Karte der Jack Hall Bande. Vergrößern, Tasche, zurück, umdrehen. Okay. Gut, damit können wir uns dann später noch beschäftigen. Wie
spät ist denn das eigentlich? Ich glaube, wir müssten mal irgendwas essen, oder? Zwischendrin mal eine Kleinigkeit. Gesalzenes Wildfleisch, genau. Gib mal her. Ja, ja. Wie sieht's mit dem Pferd aus? Könnte auch mal eine Kleinigkeit vertragen. Und es regnet, oder? Ja. Also es hört sich zumindest so an, aber man sieht keinen Regen. Okay, setzen wir erstmal wieder die Markierung. Wir haben auch noch eine fremde Person, aber die können wir später mitnehmen. Als hätte ich den ganzen Weg aus dem Norden reiten, wa? Okay. Wo müssen wir denn jetzt lang? Hier geht's ja auf jeden Fall nicht drunter. Müssen wir nicht in die Richtung reiten? Ach nee. Müssen eigentlich eher in diese Richtung, ne? Ja. Hier so, ein bisschen außen rum. Ja, genau, so müsste passen. Schickt ihr uns denn hier immer hin? Easy. Hier geht's doch gar nicht runter. Ja, diese Wege, ey. Okay, anscheinend müssen wir wieder auf den Weg nach da unten kommen. Nee, ist ja gut. Ja, ja, gut. Ja. Was ist das denn jetzt? Geist aufgegeben irgendwie. Ach toll. Großartig. Das ist komisch. Ah ja, jetzt geht's wieder. Okay. Gut, hier müssen wir anscheinend lang. Ja. Genau, hier sieht's gut aus. Wunderbar. Denn hier? Warum können wir hier nicht durchreiten? Was macht er denn da? Goldgräber oder was? Hey, give me some goddamn space here, will you? Ja, ja, sehr gut. Just curious is all. No need to get rattled. Kannst gar nichts, können wir nicht mit ihm interagieren, so richtig. Was hat denn der für ein Pferd hier? Sieht eigentlich ganz schick aus. Niederländisches Warmblut. Ah. Auch nicht so doll. Und den Werten her können wir auch bei unserem Jaspi bleiben. Naja, find mal dein Gold. Wir wollen dich mal nicht stören dabei.
Hier müssen wir lang, oder? Jetzt steht hier der Zug im Weg. Was ist denn das für ein Pferd? Achso, hier waren wir ja schon mal gewesen. Jetzt mal hier echt außen rum reiten, weil der mit dem Zug hier steht. Sternhimmel. Irgendwie da Wildschweine unterwegs. Okay. Hört sich an, als wenn die Sau gerade geschlachtet wird. Okay, Blackwater und das umliegende Gebiet sind abgeriegelt und werden daher der Pausenmenükarte rot angezeigt. Du kommst auf die Fahndungsliste, wenn die Gesetzeshüter dich in diesem Gebiet sehen. Ach, und wem haben wir es zu verdanken? Super. Gesucht, tot oder lebendig, ja. Wir müssen aber hier rein. Kommen wir nicht drum rum. Ist denn der Weg hier eigentlich gelb markiert? Ja, egal, kommen wir nicht drum rum. Dürfen wir uns halt nicht sehen lassen, ne? Ich bin bei hier auch irgendwo eine Postmeisterei, wo wir Geld bezahlen können, aber weil ich hier auch nicht sehe, wie hoch das sein soll. Können wir hier querfeld einreiten? Ist ja natürlich am besten, ne? Weil auf dem Weg will ich jetzt oben gerne reiten, dann werden wir nämlich erst recht entdeckt wahrscheinlich. Wobei ich mich gerade frage, warum wir überhaupt gesucht werden. Setzen wir uns auch mal unseren Hut auf, damit wir nicht so leicht erkannt werden. Hier haben wir noch unser Winteroutfit mit dabei. Aber ich glaube, das brauchen wir erstmal nicht. So kalt ist es hier nicht. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ey. Ich hoffe, wir kommen hier. Ach, hier sind wir doch schon, oder? Ja. Wenn wir hier schon richtig wären. How many? A lot. Uniforms everywhere. You see Sean? No. I don't think so. Damn it. Where's Trelawney? Who knows? Just keep your eyes open. Where is that little Irish bastard? I'm not quite sure. Trelawney's off trying to find out. Has anyone been in the Blackwater, see how things lie? Place is crawling with Pinkertons, bounty hunters. Pictures of Dutch. Ach so, Blackwater. Das ist unsere alte Stadt. Da werden wir natürlich gesucht, ja. Wer ist er denn?
Why haven't they hanged Sean, I wonder? I think he's bait. Well, they want to trial him publicly. Gentlemen, Sean is being moved up the Upper Montana, then to a federal prison out west. Damn. Well, we can't be rescuing people from some federal prison. We either rescue him now or cut him loose. We're not cutting anyone loose. Of course not. Ike Skelding's boys are moving him to a camp nearby before handing him over to the government. So, I guess we need to stop them before they get to camp. Charles, why don't you head up on the north side? And then we'll head up on the other side of the valley and meet you. That way we have them in either direction. Javier, Josiah, come on. Let's go see. You know, Arthur, the government, or people whom the government like, seem to be very angry. Sure. Well, we'll rescue Sean and then we'll get ourselves lost, good and proper. It's a big country. I hope so. Was ist das denn? Ja, okay, dann müssen wir Sean also retten. Aber bevor wir das machen, würde ich gerne noch unser Ausdauer und unser Dead Eye auffüllen. Ja, was haben wir denn da? Stellt deine Gesundheit und deine Ausdauer und Dead Eye komplett wieder her. Aber nur die äußeren Ränge. Kern wäre natürlich immer schöner. Okay, hier haben wir nochmal Dosenerbsen. Dann nehmen wir den Dosenmais mal. Müssen wir mal in dem Camp dann mal unsere Vorräte wieder auffüllen, wenn wir nächstes Mal wieder im Camp sind. Und Dead Eye brauchen wir auf jeden Fall. Was können wir dann nehmen? Eine Zigarre. Ja, wird die Ausdauer ein bisschen beschädigt. Vor dem großen Coup. So. Und jetzt noch. Das Dead Eye. Komplett herstellen, genau. Bevor wir die neue Mission starten. Weil es wird sicherlich eine Schießerei geben. Und ohne Dead Eye möchte ich da ungern reingehen. Head up river and find this boat. Keep your eyes open for Pinkertons. They got patrols out all over this area. Yes, south of the river, West Elizabeth isn't a very welcoming place right now. It's definitely as bad as we feared in there, Arthur. I keep hearing about this woman, Heidi McCourt. Some young mother, they're saying, Dutch murdered on the boat. All right. I think those might be our boys. All right, gentlemen. Follow me. Ach, da sind sie ja. Keep your guns away until we know it's Sean, okay? I know what you two are like. You think they can see us? If they can, we're just three fellas out on the trail. Act natural. We'll be fine. So, you've been gone for a while. Much as I love dodging the law and sleeping in the dirt with you derelicts, I do have other business to attend to. What happened in New York? You know how life is. Never a straight road anywhere. Especially with you. Nice to know I'm missed, though. Have you run out of people to rob? Oh, we'll never run out of people to rob. But without me, you'll not find the caliber of victim that I find. Maybe. Anyway, we should keep it down. Let's go. Stay with them. You all right, Javier? You're quiet. He hasn't stopped talking since we left you in Valentine. It's the longest ride of my life. Cute, dear boy. Very cute. Pick up the pace a bit. Apparently, there's a camp somewhere around here where the bounty hunters meet and transfer before continuing out west. I imagine that's where they're headed.
Look, they've stopped. Get your binoculars out. Let's see what we're dealing with here. So who are these bounty hunters? I don't know too much about Ike Skelton's boys, but I hear they're a big crew, and wild, built some reputation in the last year or two. That looks like Sean to me. Certainly kicking up enough of a fuss. Yep, that's definitely Sean. Oh, they're giving him a decent kicking. Well, you can only imagine the shit he's been giving them. Oh, yes. They're taking him up the canyon. There's Charles on the other side. Let's go. What about the other two down there? I've got an idea. Follow me. Look out! Quietly, if we can. Leave it to me, gentlemen. I'll go around and create a distraction. Then you two sneak across and do the dirty on them. Okay. Get your knife ready. Keep your head down. Probieren Sie einfach mit dem Wurfmesser. Get in the river. Wait until he's got them off guard before crossing. Erst sagt er ab in den Fluss und dann sagt er aber nicht überqueren. Jetzt überquert er ihn noch selber. Hold on, he's doing his thing. Stay out of sight. Excuse me, dear brothers. My wife is taken ill. Gravely ill. What's the problem? It's dear Bessie. Okay. I'm beside myself. If I lose Bessie, I lose everything. Calm down. God damn it, Arthur. Was ist mit dem anderen? Let's get after him. Come on. Er hat doch gesagt, ich soll den linken nehmen und der Idiot macht gar nichts. Naja, voll Idiot, gut. Ich gehe natürlich davon aus, wenn ich den linken nehme, dann nimmt er den rechten, wenn er sieht, dass ich den linken erledigt habe. Aber musst du ja nicht. Kannst du einfach da hocken und nichts machen. Ist ja in Ordnung. Schon tot, okay. Da oben ist auch noch einer. Okay. Die hätten wir. Mehr oder was? Ach so, ach Gott, hör auf, den aufzurauben. Jetzt hat er die Waffe rausgenommen. Ich glaub's nicht.
Gibt's hier noch einer irgendwo? Nein. Das war's. Da, da oben. Ah, okay. Dann müssen wir die Waffe rein irgendwann noch? Ja, ist klar. Leute ausrauben, Mann. Nicht so eine Hektik. Na komm, mach schnell. So viel Zeit haben wir nicht. Wertvolle Ressourcen, die wir hier sonst liegen lassen. Na gut, wir müssen ja nicht alle mitnehmen, aber zumindest ein paar. So, Waffe wieder rein. Aus dem Weg! Mann, geh doch aus dem Weg! Da. Mann, der lebt ja immer noch, der Bastard. So richtig in Deckung gehen hier. So, jetzt gehen wir erstmal hier hinter. Okay. Let's get Sean. Können wir gleich machen. Erstmal holen wir uns hier noch ein bisschen Zeugs von den Toten. Ist doch gut. Wenn ihr zu dicke habt, ist ja schön. Ich würde gerne noch ein bisschen plündern hier. So, einer liegt hier hinten noch. Waffe gerade austauschen, ne?
Nehmen. Abgegriffene Cattleman Revolver. Abgegriffen hört sich jetzt nicht so toll an. Gut, den können wir noch ausrauben. Oder plündern. Besser gesagt, und dann gehen wir mal zu Sean und gucken mal, was er zu sagen hat. Ja. Schöne Haare hast du. Will one of you help me out here? Arthur. You know, you're a lot less ugly from that other angle, Arthur. Come on. Do I get a hug, Arthur? A warm embrace for a lost brother now found. You know, nothing means more to me than this game. The bond we share. It's the most real thing to me. I would kill for it, I would happily die for it. But in spite of all of that, I would have easily left you here to rot if Charles hadn't stopped me. I don't believe a word of that, Arthur. Get him out of here. You're a great man, Arthur Morgan. The kind of young whippersnapper can really admire. Oh, shut up. Right, we should split up. Javier, will you escort Mr. McGuire back to camp? Charles, best you ride separately. Be careful. There's patrols everywhere. What about you? I'm gonna see what's worth taking here. I'll meet you back there as soon as I can. All right. Okay, come on. Have I got stories for you? Yeah, I can't wait. I imagine y'all missed me a lot. But fear not, the joy is back in your lives now. Tomahawk haben wir bekommen. Fürs Messer hier. Nö. Ach, hier. Okay. Ach, als eine Wurfwaffe. Ah, okay, cool. Haben wir also noch eine zweite Wurfwaffe neben den Wurfmessern bekommen. Sehr gut. Ah, da ist unser Pferd. Auf Bronze abgeschlossen. Töte mit Javier lautlos die Kopfgeldjäger am Fluss. Ja. Ist an ihm gescheitert. Schieße das Seil durch, um Sean zu befreien. Okay. Naja, lande 10 Kopfschüsse. Schließe die Mission ab, ohne Gesundheitsgegenstände zu benutzen. Schön, wie das Pferd im Hintergrund am Scheißen ist. Haben wir Gesundheitsgegenstände benutzt unterwegs? Eigentlich nicht, oder? Nur kurz nachdem die Mission gestartet ist, ja, um uns aufzufüllen. Naja, das ist ja auch billig. Bisschen. Ja, fein. Fein gemacht. Gut, ist auch schon wieder eine Stunde rum. Ich werde jetzt hier noch das Lager ausrauben. Und verabschiede mich aber schon mal bei euch. Und sag mal wieder danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und dann denkt dran, bei Battlefield einzuschalten. FIFA-Videos auch gerade massig am Start. Immer wieder lustig mit David. Ja. Und dann haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.